Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild. So, wir sind jetzt im Totenkopfteich angekommen und stehen jetzt hier vor dem Schrein und da werden wir jetzt auch gleich mal reingehen. Ich hoffe, das ist die Quest, von der die geredet hat da. Im Akala-Institut. Genau, ist schon geschafft. Okay. Aber anschauen wir uns den trotzdem noch. Ist klar, den brauchen wir auch. Ich grüße dich. Bla 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 bla, immer das Gleiche. Tsunakai-Schrein. Tsunakais Segen. Hä? Das kann doch gar nicht sein, dass ich jetzt einfach hier mal schnell die Kiste looten kann, oder? Gibt's hier nichts hier drinne? Okay, nehmen wir so mit, würde ich sagen. Feuerschwert. Wieder mal nichts drin, oder? Ja, war klar. Wir legen weg. Legen wir den Eisstab weg. Und nehmen das Feuerschwert natürlich mit. Okay. Prüfung gemeistert, was für eine Prüfung. Aber gut. Nehme ich natürlich mit. So, ich würde mich aber gerne jetzt unten im Teich noch ein bisschen umschauen. Ich weiß ja nicht, ob wieder. Vielleicht gibt es dort noch irgendwas. Schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Gibt es hier noch ein bisschen was zu entdecken? Ah, okay. Hier ist. Wie soll ich denn da hochkommen so schnell? Kommen wir gar nicht so schnell hoch. Okay, ich müsste da hoch und dann da entlang. Okay, warten wir nochmal. Können wir dann nochmal aktivieren? Schon abgelaufen. Okay, dann lassen wir das nochmal.
Okay, da unten scheint eine Gebetsstelle zu sein. Was ist da? Okay, hier ist ein Floß. Ich denke mal, dass wir nicht in das Wasser rein können, oder? Da ist ein Gebetsschrein. Oder? Nee. Das ist ja ausgeschaut, okay. So, jetzt eigentlich für eine Quest aktiviert gar nichts. Momentan. Das sehen wir uns für später nochmal auf, würde ich sagen. Stall von Ostakala. Das könnte man nachher mal machen. Bombenmodul für 3 antike Achsen. Dass wir das ein bisschen aufwerten vielleicht. Da oben ist der Schrein. Hinten ist noch so ein komisches Ding, da werden wir jetzt mal schnell rüberfliegen. Ein kleines Plateau. Ein Ententeich. Aber hier scheint es auch nichts zu geben. Okay, dann würde ich sagen, porten wir nochmal hoch. Porten wir... Nee, hoch brauchen wir nicht. Und was gibt's hier noch? Also wir schauen uns hier oben noch ein bisschen um. Innere Akala-Ebene. Na komm, wir porten mal hier hoch. Hier nochmal auch schon. Ich würde gerne da oben ein bisschen noch lang gehen. Aber dafür muss ich erst aus dem Ding hier raus. Oh. Kommen wir da gleich rüber? Probieren wir es mal. Ja, schaut gut aus. Oh. Sehr schön. Natürlich alles mit.
Wir nehmen alles mit. Looten, looten, looten. So, okay, dann gehen wir mal die Richtung da. Da hinten entlang. Und da hinten habe ich übrigens einen Leunen gesehen. Aber ich glaube, da sind wir noch ein bisschen zu schwach für den. Den könnte ich aber auf der Karte trotzdem mal markieren. Der war hier ungefähr. Aber da. Hier ungefähr. Da muss er sich umtreiben. Nee, warte. Hier müsste ungefähr sein. Und schauen wir doch mal, wo es hier lang geht. Okay, Zahnrad. Oh, schaut schon richtig nice aus. Brauchen wir eigentlich keinen Bogen? Ich habe nur noch zwei Bögen. Das ist gar nicht gut. Okay, hier scheint ein Lager zu sein. Alter. Ich glaube, gehen wir erstmal vorbei. Keine Lust, jetzt abzukratzen. Ah. Okay, ich sehe da was. Jetzt muss ich bloß den Stein finden dazu. Wo gibt es hier einen Stein? Ein Steinchen. Oh, der liegt genau bei denen. Mei. Okay, das merken wir uns auf jeden Fall mal. Da gibt es noch Material.
Hier geht schon wieder ein neues Gebiet rein. Sieht alles sehr kahl und tot aus hier. Oh mein Gott, was ist das? Was ist denn das für ein Ding? Schwarzer Hinox. Wollt ihr mal ein Foto machen? Ich glaube, den lasse ich erstmal. Aber ich würde jetzt gerne nochmal schnell was probieren. Ich will das blöde Lager da hinten schaffen. Und ich habe da auch schon so eine Idee, wie wir das machen könnten. Weil die haben ja Bombenfälle. Normalerweise, wenn die mit den Fallen auf uns schießen und es regnet, dann müssten die ja eigentlich ausgehen. Das heißt, die können uns eigentlich gar nicht groß treffen. Die gehen wir auch nicht auf hier. Aber dann ist alles hier mit. Kommt jetzt noch Regen oder kommt jetzt kein Regen? So, okay, das machen wir jetzt ganz einfach. Und zwar, wir nehmen einmal... Feuerstein, wo ist Feuerstein? Feuerstein. Und dann nehmen wir einmal... Holz. Holz haben wir eh viel genug. Legen das hier hin. Nehmen. So, machen nochmal in die Hand. Und legen das ab. Genau. Und nehmen einmal das Feuerschwert. Und warten bis... Warten wir mal bis morgens. Dann schauen wir mal. Vielleicht regnet es ja dann. Ne, es regnet nicht. Okay, dann warten wir noch mal bis mittags. Regnet immer noch nicht. Okay, dann warten wir bis abends. Und es regnet. Okay, dann einmal speichern bitte. Und jetzt probieren wir mal unser Glück. Den komischen da hinten würde ich gerne einmal abschießen. Erwischt mich das! Was ist denn das für ein Scheiß? Boah.
Das ist ein Scheiß. Okay, dann muss ich warten, bis es nur irgendwann nicht blitzen tut. Scheiße jetzt. Okay, das müssen wir später nochmal machen. Teleportieren wir uns mal hier hin. Er ist richtig blöd jetzt mit dem Blitz hier. Da kann ich jetzt nicht viel machen. Weil ich der One-Shot bin. Und eine komische Blitzrüstung habe ich noch nicht. Weil ich würde gerne mal zu der Markierung hier hin. Vielleicht ist es so eine Art Turm oder sowas. Feuer öffnet den Weg. Ach, das ist eine Quest, oder? Kann das sein? Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle jetzt einen Cut und schauen dann auf jeden Fall rein, wenn ich an der Markierung angekommen bin. Jetzt ist es eh blöd, weil ich jetzt gerade gewittert, also ich kann eh nicht viel gehen jetzt. Da warten wir dann, bis es wieder schön wird. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß auf meinem Kanal. Bis dann, reingehauen, euer Andi.